Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zum Thema Dutch and Burn mit Benny Pixel Amor. Ich mache mit euch heute mal eine Varianz, die ihr wahrscheinlich so oft noch nicht gesehen habt. Normalerweise machen wir ja Dutch and Burn gerne auf eine Grauebene, die mit weichem Licht verrechnet wird. Oder auf zwei Grauebenen, die eine mit weichem, die anderen mit ineinander kopieren. Das eine ist dann etwas härter, das andere etwas weicher. Aber heute möchte ich mit euch eine Methode machen, die ich mir vor ungefähr 2 Jahren mal bei Matthias Schweighofer abgeguckt habe. Und ich finde diese sehr interessant, gerade wenn man solche Bilder hat wie dieses hier. Es ist sehr viel darauf zu sehen. Dutch and Burn bis ins kleinste Detail ist dann manchmal ein bisschen umständlich. Wir wollen jetzt später dann auch ein bisschen was drauf rumretuschieren. Insofern können wir das auf eine etwas schnellere Methode machen, die aber trotzdem äußerst effektiv und interessant ist. Gerade wenn man auch so ein bisschen härteren Look haben möchte. Ich habe hier dann schon mal das Bild soweit vorbereitet, auf dem die Monique und die Arimas oder Samira, die ihres Zeichens meine Assistentin ist, zu sehen sind. Wir haben dafür letztes Wochenende ein cooles Shooting bei uns gehabt mit Ästen und Baumstämmen im Studio. Auch das ist keine neue Idee, aber es ist ganz cool, finde ich. Und da möchte ich euch jetzt ganz gerne mal zeigen, wie wir das machen können. Okay, als allererstes haben wir jetzt mal hier unsere Ebenen, auf denen wir arbeiten. Hier habe ich die Haut schon weich gemacht und habe das dann alles ineinander gerechnet. Das ist meine grundsätzliche Arbeitsebene. So, und um jetzt einen Dutch and Burn zu machen, in der sogenannten Indianertechnik, legen wir uns eine Einstellungsebene mit einer Gradationskurve an und schieben die jetzt mal hier so einfach mal in diesen Bereich, so dass wir da hier in weiten Teilen schon Überstrahlungen haben und sagen, ja, das gefällt uns so, und setzen die aber über Steuerung I auf negativ, also die Maske davon. So, dann legen wir eine weitere Gradationskurve darüber an, über Einstellungsebenen, und machen dasselbe nur in den tiefen Bereichen. So, das schieben wir auch mal so dahin und setzen auch die auf negativ. So, jetzt nenne ich meine erste Ebene, wo die hellen Töne drin sind, mal Licht. Und die darüber einfach Schatten. So, das können wir jetzt wegmachen. Jetzt gehe ich zum Beispiel auf meine Lichtebene. Zoome jetzt mal etwas heran. Ja, kann man ruhig noch ein bisschen mehr zoomen. Ja, okay. So, jetzt wähle ich mir einfach einen Pinsel. Ich befinde mich hier in der Maske, habe hier weiße Farbe. Ich nehme mal jetzt hier einen Härtegrad, ja, von 30%. Die Größe 10 Pixel passt mir hier soweit ganz gut. Vielleicht können wir sie sogar etwas kleiner machen. Es braucht kein sehr großer Pinsel zu sein. Wichtig ist Deckkraft 100%, also volle Rotze drauf. So, und jetzt malen wir uns hier einfach mal unsere Stellen ein, die wir aufhellen wollen. Ja, also eigentlich ganz ähnlich wie das beim normalen Dutch and Burn ist. Nur nehmen wir jetzt mal keine Rücksicht auf Helligkeit oder sonst irgendetwas, denn dazu kommen wir erst später. Wer ein Grafiktablett hat, der kann auch hier jetzt die Stiftsensitivität einstellen, weil das hilft dann dabei, hier zum Beispiel teilweise etwas dünnere Linien zu ziehen, gerade so an den Lippen. Ja, und jetzt malen wir hier einfach mal so die Bereiche nach. Jawohl, und dann hier über dem Augenlid. So, und wie es uns gefällt, malen wir hier weiße Striche rein. Und hier, ja, überall da, wo wir denken, da brauchen wir eine Aufhellung. So, hier an den Wangen. So, das Kinn. Da gehen wir einen zarten Strich hier rüber. So. Malen einfach mal die Konturen nach. Hier, hier,
Hier haben wir eine hellere Fläche. Können wir ruhig hier mal so durchschraffieren. Ihr seht, das ist ziemlich strange am Anfang. Zoome ich mal ein bisschen raus. Jawohl, und dann auch hier in den Haaren die Bereiche, die ich aufhellen möchte. Jetzt kann man den Pinsel dann doch etwas größer machen. Da male ich mir hier meine Striche rein. Ja, so, jawohl. So. Diese ganzen Locken. Ja. Und auch hier bei der Kleidung, die Stellen, die aufgehellt werden sollen, die malen wir jetzt mal so nach. Körper. So, hier haben wir wieder schöne Falten, da gehen wir etwas kleiner. Die malen wir auch so nach. Und dann sehen wir hier auch an der Kleidung auch schon unsere hellen Kanten. So. Und auch bei Moniques Gesicht machen wir das ganz ähnlich. Sie hat hier auch wunderschöne Locken, die übrigens mit chinesischen Essstäbchen aufgedreht wurden von der Diana Kasparczyk, meiner Visa. Aber das funktionierte ganz gut. Also ich war sehr überrascht. Oh, hier. So. Jawohl. Mit den Augen. Ja. So. Lippen auch. Ich suche noch mal wieder etwas mehr rein. So, jawohl. So, ihr müsst jetzt nicht bis zum Schluss, bis ich das hier alles gemacht habe, dabei sein. Insofern werde ich euch jetzt kurz ausblenden und hol euch dann wieder dazu, wenn wir das alles mit der Schattenebene machen. Und dann zeige ich euch, wie am Schluss daraus ein cooles Dodge and Burn wird. So, ich habe jetzt hier meine beiden Models und auch einige Teile der Umgebung so bemalt. Und einer der großen Vorteile dieser Methode ist, solltet ihr feststellen, ich habe da irgendwo Quatsch gemacht, kann man einfach hier auf Schwarz wechseln, ja, und das wieder rausmalen. Das ist eben der Vorteil einer solchen Maske, ja. So, und was ich jetzt noch mache, ist vielleicht hier hinten im Hintergrund noch ein bisschen was reinmalen, einfach eine leichte Schraffur, so, weil mir das hier von der Aufhellung her ganz gut passt und gefällt, möchte ich diese vielleicht noch ein bisschen hervorheben. So, und deswegen skizziere ich mir da hier so keine Hilfslinien. Übrigens mit Steuerung und Komma gehen diese wieder weg. So, einfach mal ein bisschen reinschraffiert noch. So, ja, passt mir das ganz gut. Ja. So, okay. Das sieht ja jetzt noch nicht so aus, wie wir das eventuell haben möchten. Ja? Und deswegen zoome ich jetzt mal hier in den Bereich der Gesichter rein. So, okay. So sieht das jetzt im Moment aus. Ja, jetzt gehe ich her. Ruf mir diese Maske auf, die ich da ja bemalt habe. Und aktiviere meine Ebenenmaske und arbeite jetzt mal mit Dichte und mit weichen Kanten dieser Maske. Also die Dichte lasse ich auf 100%, aber diesen Bereich schiebe ich jetzt immer weiter vor. So, und dann seht ihr, dass diese
Linien, die wir da reingemalt haben, immer weicher werden. So. Und dann schauen wir so hier im Bereich jetzt von 15,8 Pixeln Weichheit der Kanten, funktioniert das ganz gut, glaube ich. Wir werden gleich nochmal rauszoomen und schaut. Dann haben wir hier die Aufhellung hervorgehoben, auch in den Haaren. Ich gehe mal auf das. Aber wo mir das jetzt nicht so gut gefällt, das sehe ich jetzt gerade, das ist im Hintergrund. Da sieht man noch meine Striche. Ich glaube, das muss ich auf einer extra Ebene machen, wo ich etwas dicker und heftiger reinmale. Insofern gehe ich jetzt einfach her mit einem schwarzen Pinsel und vergrößere meinen Pinsel. Und voilà, schon habe ich das, was mir nicht gefällt, draußen. Ja. So, einzig hier in diesem Bereich, X-Taste, hole ich mir das wieder zurück. So, und auch hier in diesem Bereich hole ich mir das wieder zurück. Aber ansonsten passt das jetzt so ganz gut. Ja? Ich habe hier meine Aufhellungen, also quasi das Dutch. Und jetzt gehen wir zu den Schatten. Und auch hier, da zoome ich mir erstmal wieder zu den Gesichtern. Und auch hier gehen wir jetzt her, nehmen einen Pinsel, jetzt natürlich nicht mit dieser Größe, sondern machen ihn wieder etwas kleiner. So. Und haben hier die 100% und malen jetzt, was wir abdunkeln wollen, an. Ja, ich denke hier, bei diesem Make-up kommt es vielleicht ganz gut, wenn man das hier so macht, dann im Bereich der Augenbrauen, so, unter den Augen etwas. Der Nasenbereich, das übliche, was man eben sonst auch bei Dutch and Burn in der herkömmlichen Art und Weise machen würde. Hier unten drunter, dann im Wangenbereich. Und hier die Kontur des Gesichts einfach etwas nacharbeiten. So. Jawohl. Und bei den Lippen ein bisschen her. Hier noch. Jawohl. So. Und dann malen wir diese Schattenkanten alle ein, da wo wir denken, dass wir sie gebrauchen können. Und auch hier Körper. Ja. So. Ich zoome mal aus. So, man kann da jetzt durchaus was gröber vorgehen. Hier in den Haaren auch. So. Ja. Das Gekrüssel in den Haaren hier. Ja. So. Aber. Und gleich zoome ich rein für das Gesicht, um das feiner auszuarbeiten. So, auch hier können wir in diesem Bereich des Make-ups gerne etwas mehr reinmalen. Ja. So. Ja. Ja. Es ist natürlich von Vorteil, wenn man hier mit dem Grafiktablett arbeitet. Das wird mit der Maus etwas kompliziert. Das könnt ihr euch wahrscheinlich abschminken. Ja, also ich habe das noch nie ausprobiert, ob das überhaupt mit einer Maus gehen würde. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Ja. Ja gut, und ich mache das jetzt mal weiter hier so an allen Stellen, wo ich der Meinung bin, dass es dem Bild etwas bringt und hole euch dann gleich wieder dazu. So, ich habe jetzt auch hier mein Schwarz fast komplett eingezeichnet. Ich muss jetzt noch mal schauen, ob ich da in der Kleidung noch wo bin.
Da kann ich, glaube ich, noch ein bisschen was verbessern. Hier oben. Nee, mehr ist da nicht zu holen. Hier innen drin noch. Ja, hier ein bisschen. Da noch. Hier noch ein kleines bisschen in dem Bereich. Jawohl. So. Ja. Und jetzt müssen wir gleich ein bisschen aufpassen, denn diese dunklen Stellen verhalten sich nicht ganz so dezent wie weiß. Das werdet ihr gleich sehen. So, ich gehe wieder auf meine Maske. So, wunderbar. Und mache jetzt auch hier meine weichen Kanten. So lange, bis mir das gefällt. So. Scheint das ganz gut zu sein. Ein bisschen mehr noch. So, okay. So, ihr seht, jetzt habe ich hier meine dunklen Bereiche hervorgehoben. Aber ja, auch hier funktioniert das in der Landschaft nicht so gut. Auch da gehe ich einfach wieder her und male das mit einem großen Pinsel wieder raus, was mir nicht gefällt. So, hier. Jawohl. Aber es ist ja immer kein Problem. Das ist nämlich genau das, was mir auch so gut gefällt bei dieser Methode. So, hier noch ein bisschen abschwächen. Was mir so gut gefällt an dieser Methode, man kann viel besser probieren und schauen, wo passt's, wo passt nicht. So, jetzt habe ich das gemacht, wie ihr seht. Ein paar Stellen hier. So. Und ja, das Dunkel ist mir immer ein bisschen zu viel. Und da haben wir eine Ebene gemacht, die wir nicht brauchen. Okay, ist mir alles ein bisschen zu viel, gerade im Bereich der Gesichter. Ja, das sieht jetzt schon so mockerbraun aus. Deswegen nehme ich einfach mal die Deckkraft etwas zurück. Und dann passt das wunderbar. Das Schöne ist, wenn wir das jetzt auch zusammenfügen in einer gemeinsamen Ebene, Steuerung G, die wir jetzt zum Beispiel D and V, Dodge and Burn nennen können und auch eine Farbe vergeben. Ich nehme jetzt mal Rot. Können wir auch hier, wenn wir das jetzt an- und ausschalten, für uns entscheiden, ja, ist doch ein bisschen viel noch, insgesamt gesehen, kann man auch das etwas zurücknehmen noch. Und so haben wir ein cooles Dodge and Burn gemacht über zwei Einstellungsebenen mit der Gradationskurve. Und ja, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht hat es euch gefallen. Ein positives Feedback würde ich gerne hören. Dann macht's gut und danke fürs Zuschauen.